War das die emotionalste Siegerehrung aller Zeiten? Als der Gewichtheber Matthias Steiner voll in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2008 steckte, erreichte ihn eine schreckliche Nachricht. Seine Frau Susanne ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Daraufhin hätte er fast alles hingeschmissen, doch dann sagt er sich, wenn ich es jetzt bleiben lasse, ist dieses Geschehene trotzdem passiert. Es wird mich sowieso mein Leben lang begleiten. Also trainierte er intensiver als je zuvor, bis der große Tag gekommen war. Für die Goldmedaille musste er 258 Kilogramm in die Luft stoßen. Das waren 8 Kilogramm mehr, als er je vorher gestemmt hat. Also trat er an, für Susanne. Matthias Steiner, der kann jetzt Olympiasieger werden, aber dazu muss er das Ding erstmal sauber auf die Schultern legen. Und das ist schwer, oh, ist das schwer. Matthias Steiner, heb das Ding hoch. Einmal in deinem Leben, heb es hoch, heb es hoch, heb es hoch. Das kann Gold sein, das kann sein, die Goldmedaille. Es ist gültig, das ist Gold für Matthias Steiner. Gold für Matthias Steiner.